Lauter da drüben. Ich hoffe, du fährst gleich in irgendein Propangas-Tank oder sowas in der Richtung. Die Wände müssen dir erstmal reichen. So, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen, was heißt guten Abend, guten Mittag, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und willkommen zu einer neuen Runde mit dem Bausimulator. Heute wie immer in einer Live-Aufnahme, das bedeutet, wenn ich auf Kommentare eingehe, wisst ihr Bescheid. Wir haben uns währenddessen mit unserem riesigen Kapital mal Nicel International gekauft. War halt quasi umsonst. Haben wir mal mitgenommen, hatten ja ein paar Millionen. Wir haben dann festgestellt, dass da ein ganzer Scheißhaufen Abhörgeräte drin standen und so weiter. Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben den Laden gekauft für viel zu viel Geld, haben dann alle Mitarbeiter rausgeschmissen und dann festgestellt, dass wir dann doch noch ein paar Mitarbeiter brauchen. Und nachdem das ganze, die ganze Firma hier im Ruin liegt, haben wir dann uns zurückgezogen. Das ist unsere Business-Strategie, total smart, finde ich. So, heute, mal wieder zurück zum Thema. Wir könnten aber auch Aufträge machen, weil Aufträge deswegen, wir haben ein paar neue, die das letzte Mal nicht dabei waren. Gut, hier sind noch viele alte dabei. Zum Beispiel könnten wir die Lärmschutzwand weiterbauen, das geht relativ fix. Wir könnten noch das Mehrfamilienhaus bauen, was wir auch noch offen haben. Wir haben Lagerhallen, wir haben Silos zu bauen und was hier ganz neu ist, Agrarbau, Umland West. Zeitintensität von 3 gibt 432.000. Wir müssen Oberboden abtragen, wir müssen Kies liefern, wir müssen Kies verdichten und Pflanzgruben. Hebe eine Pflanzgruben in dem markierten Bereich auf der Baustelle aus. Klingt ausheben, gut. ausheben. Dann Pflanzgut liefern, anliefern, den Scheiß hinterfüllen, verfülle den markierten Bereich auf der Baustelle mit Erde. Dann nochmal aufreißen mit dem Motorgrader und ja, dann ist durch. Und dann los. Ja, wenn du Bock drauf hast, dann machen wir das, weil das sieht neu aus. Das Neue ist es immer gut. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir mal, wie wir das Ganze durchplanen. Ich würde heute tatsächlich den kleinen hinnehmen, den Pritschenwagen mit Kran. Den haben wir schon lange nicht mehr verwendet. Ich würde natürlich den Mullenkipper brauchen. Obwohl, brauchen wir den zwangsläufig? Ja, wir müssen Erde besorgen. Ja, können wir das nicht im Pritschenwagen machen? Ja gut, komm, lagern wir mal aus, nehmen wir mit. Dann den Kompaktbagger auslagern, den Multi-Auflieger. Ganz ehrlich, ich will mir noch eigentlich es war eigentlich dumm, die Zugmaschine mit Kran zu kaufen und den anderen zu verkaufen. Nein, war es nicht. Weil für solche Aufträge, für so kleine Aufträge, brauche ich keine Riesenzugmaschine, brauche ich nur eine kleine. Doch, weil du nicht willst, dass ich den Autokran raushole dafür. Gut, nehmen wir eine Zugmaschine mit. So, dann steht der auch schon draußen. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen den Motor gerade noch. Und streng genommen brauchen wir noch Planierraupen. Und ich würde tatsächlich, wir gucken uns mal die Baustelle gleich an. Wir bringen das Zeug erstmal nach da hinten. Ich fahre mal wieder ein bisschen linke Spur auf der Landstraße, ne? Also nicht wundern. Ja, kein Ding. Ich bereite schon mal ein bisschen was hier vor. Die linke Spur ist so schön frei. Ich bereite das schon mal so leicht vor und dann gucken wir uns mal die Baustelle an. Die ist übrigens im Umland Ost. Bin ich jetzt. West. West. Lebensraum West. Was? Ja, ich kann mich mit Osten und Westen nicht so ganz. Da tausche ich immer. Die im Westen waren noch die Bösen damals, oder? Ey, ohne Witz, die Zugmaschine mit Kran ist viel zu drüber für diesen Auflieger. Hol doch. Ja, mache ich ja gerade. Vielleicht den Radlader auch noch, eventuell. Obwohl, warte mal, das ist natürlich jetzt doof. Stopp mal. Wir haben das Kieswerk direkt nebenan, das ist schön. Was mich halt gerade ein bisschen Hinterfüllung, das hier. Dieses mit der Hinterfüllen, das irritiert mich gerade. Da habe ich halt ein bisschen Sorge, dass ich dafür noch den Radlader brauche. Aber ich würde den erstmal weglassen. Gucken wir uns das mal an. Und wir brauchen auf jeden Fall zwei Planierraupen. Haben wir von dem Case welche? Oder hatten wir die schon gekauft? Ich glaube eine oder so. Sicher? Weil ich hätte gerne zwei, um ehrlich zu sein. Einfach, ja, dass wir parallel fahren können. Stimme ich zu.
Weil die von Cut war ja so, weiß nicht, die ist halt für massig. Ja, die ist halt für grobe Arbeiten, ist sie gut gedacht. Also, dass du halt einmal diese fetten Haufen deckst. Wir haben noch keine Case-Raupe gekauft. Kannst direkt mal zwei kaufen. Geil. So. Dann hier nochmal sichern. Ja, dann würde ich mal Pritschowitz holen und zum Baustoffhandel fahren. Und ganz so nebenbei, warte mal schon, wo ist denn der Auftrag? Ganz am besten. Ach, da hinten. Ja. Ja, dann müssen wir es hier machen. Betreten und dann holen wir uns mal zwei von Case. So, Freunde, weg von der Straße. Ihr seht doch, was hier unterwegs ist. Ja. Und so gibt man einfach mal ganz schnell Geld aus. Ich denke mal, der kleine Bagger reicht dafür. Ich denke auch. Weil das ist ja nur ein paar Pflanzkuben ausheben, da brauchen wir jetzt nicht den fetten für. Ach, schon 20.30 Uhr. Gut, dann können wir direkt wieder Feierabend machen, du. Ich werfe noch ein paar Autos um, ne? Ja, ja. Mache ich auch immer auf dem Feierabendweg. Ich darf über dem Hof von Baustoffhandel. Du hast... Wie? Die Rampe ist noch bei dir unten. Tja, ich kann das einfach, ne? Wie? Vor allem sieht das so dumm aus. Es sieht einfach so dämlich aus. Vor allen Dingen, weil bei mir die Rampe oben ist. Ich habe die extra hochgefahren, aber okay. Ja gut. Nochmal automatisch belangen, hab keinen Bock auf den Quatsch. Och süß. Natürlich lädt er das hinten drauf, weil das ist total sinnvoll, das hinten drauf zu machen. Da fahre ich lieber in der First Person. Die Blätter da hinten gehen mir auf den Keks. Ja, und entweder holst du gleich den, die beiden... Oh Gott! Die beiden rauben einmal gleich per Sattelzug ab oder wir teleporten die halt. Die Entscheidung überlasse ich mal dir. Ach, da steht sie schon. Süß. Ja, wie gesagt, bei der Cut, ich bin jetzt nicht so enttäuscht, wie sich das gerade anhört, aber die ist halt echt nicht geeignet für solches Feintuning. Also damit kannst du halt, wie bei dem Straßenbau, wo wir die große Autobahn und die große Landstraße gebaut haben, da kannst du super die großen Haufen platt machen und verteilen. Aber gerade bei solchen Fundamenten zum Beispiel, oder wenn man halt auf einer breiten Fläche irgendwas aufreißen muss, da brauchst du halt die mit einem verstellbaren Schild. Sprich, dass du die nach links oder rechts wegschütten kannst. Und zwar entweder oder und nicht und. Und das macht nämlich die Cut, die verteilt eigentlich nur. Die macht nur platt und verteilt. Und zwar nach links und nach rechts. Also quasi machst du dir immer was du gerade frisch planiert hast, machst du dir quasi mit dem nächsten Schritt direkt wieder kaputt, automatisch. Und wenn du halt mit so einer abgewinkelten Case fährst, die hat zwar weniger Zug, der, also die ist ein bisschen schwächer, aber dafür kann sie halt den ganzen Scheiß nach rechts zum Beispiel wegschieben und dann kannst du halt in der nächsten Bahn auch wieder das nach rechts wegschieben. Und dann häufst du quasi immer einen größer werdenden kleinen Haufen an. Preisfrage, kannst du den Pritschenwagen überhaupt beladen, wenn da hinten schon Fracht draufsteht? Den Pritschen... Was machst du denn da? Mich ein bisschen drehen. Straßen blockieren und so. Okay. Ach, guck mal. Jetzt ist das Ding hinten bei dir ein bisschen eingefahren. Auch nur ein Stückchen. Es sieht interessant aus. Du kannst den beladen, ja. Du kannst auch deinen Sattelzug hinten beladen, deinen Auflieger beladen. Problem ist halt nur, wenn der Bagger da drauf steht, dass das dann halt ineinander backt, wie du bei dem beim großen gesehen hast.
Warte ganz kurz, halt mal kurz an, bitte. Obwohl, ja gut, wir sind jetzt eh vor Ort. Scheiße. Bei dir ist ja das Ding oben, ne? Bei mir ist es halt unten, deswegen kann ich halt drauf fahren. Bei dir müsste ich jetzt, glaube ich, in der Luft hängen, oder? Nein, du stehst hinter dem Bagger. Am Boden, weiterhin. Weg da! Viel Spaß! Ich muss hier einparken. Ja, ich versuche. Ich Weg hänge. Da! Komm ab! Ach, die Straße, du Allmächtiger. Scheiße. Vielleicht brauchen wir doch die Cut. Scheiße. Oh, da hinten leuchtet es. Im Wald ist ein Hammer versteckt. Das ist ja der Hammer, du. Meins. So. Packe ich den mal hier. Wo zum Teufel ist dein Hammer? Ach, da. Ach, jetzt ist das Ding übrigens bei mir auch nach oben. Ein Träumchen. So. 23 von 100. So, jetzt frage ich mich gerade, diese fetten Haufen, müssen wir die platt machen? Weil die gehören, glaube ich, gar nicht mal dazu. Die Baustelle betrifft eigentlich nur den Bereich hier, wie es scheint. Ja, das kriegen wir ganz gut hin. Ja, dann würde ich sagen, jeder nimmt mal eine Case. Die stehen da. Boah, das war, was ist das denn hier für ein Haufen? Achso, das war noch ja, der Bauhof mit dabei. Du kannst ja einer der Case da nehmen und dann teleporten wir die schnell rüber. Geht am schnellsten. Gott, habe ich Hunger. Ich habe eben gerade schon gegessen. Es gab. Ich nicht. Meine Freundin hat mir vom Vietnamesen was mitgebracht. Ich habe noch nie Vietnamesisch gegessen. Wirst du bestimmt auch nie wieder. Würde ich nicht sagen. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Ich fahre mal nach ganz hinten durch. Oder wollen wir parallel fahren? Oder versetzen in dem Fall. Ich fange hier vorne einfach an erstmal. Ja, die Case ist auch ein Tickelchen kleiner, von daher eignet sie sich doppelt für den Auftrag hier. Oh, die hat ein relativ gutes Panorama, um mal ehrlich zu sein. Aber ich gehe mal mit den Insert. So, jetzt haben wir nämlich die Schaufel einmal reingerammt, das was ich ja vorhin meinte. Und die fahren noch ein bisschen nach hinten. So, wie gesagt, die ist jetzt im Boden reingerammt und der Schild ist nach rechts geneigt. Und jetzt häufe ich quasi zu meiner Rechten so einen kleinen Haufen auf, das ist ganz gut. Ich muss nur noch ein bisschen gegenlenken, fällt mir gerade auf. Und das kann ich jetzt halt einfach außerhalb der Baustelle, also sprich, eigentlich dahin, wo es nicht hingehört, schieben. Bei mir ist da nämlich eine kleine Halle. Ist der Bauer selber dran schuld, wenn er die Aufträge so komisch legt. Wieder absenken. Wetten, das ist wieder die Umweltfritze, die uns hier für den Auftrag vorgeschlagen hat. Ach, Fritz Ferdinand. Bauer Fritz Ferdinand. Ich habe eine super Firma kennengelernt. Die machen das für Sie. Die haben mir neulich hier erst ein wunderschönes Windrad hingestellt. Kann ich mir schön an meine Hutschnur hängen, dass ich hier der Stadt grünen Strom gebracht habe. Ah, hier muss man ein bisschen nacharbeiten. Ist noch nicht perfekt. Ja, vor allen Dingen, wir dürfen ja noch neue bauen, ne? Hast du das beim letzten Mal noch mitgekriegt? Ja.
das passt. Ich habe zwar hier alles aufgerissen, aber so tut das ja auch sein soll, nicht? Ja, ich muss vielleicht die Nummer. Aber dann nach links abneigen. Ich muss aber auch sagen, die Physik ist halt echt gut gemacht, weil ich muss die ganze Zeit gegenlenken. Jetzt habe ich halt nur auf der linken Seite quasi Belastung. Deswegen möchte die auch nach links immer so ein bisschen ausbrechen. Also ich muss immer nach rechts ein bisschen nachlenken, was ein bisschen tricky ist. Ich bin eigentlich ganz zufrieden jetzt hier. Ist noch ein bisschen was rot an der Seite, aber das ist nicht so relevant. Da komme ich eh nicht weiter weg. Weil da ist dann ja eine Hüde. Henrik, Frage: Freies Feld oder auch wieder unter die Hütte? Also unter den Überbau. Vorzugsweise direkt zum Kieswerk schieben. Über die gute Landstraße. Also nach links weg. Habe ich das gesagt? Habe ich es einfach mal so angenommen. Warum fragst du mich, wenn du meine Meinung wieder erfahren willst? Damit ich den Anschein wahre, dass es hier eine demokratische Entscheidung wäre. Du sei mir jetzt nicht böse, ich mache hier ein kleines Häufchen. So. Scheiße, ich hätte auf der anderen Seite anfangen müssen. Warum denke ich nicht eine Sekunde mal drüber nach? Ah, egal, ich muss da eh noch ein zweites Mal. Kannst du nachdenken? Ja, ich muss da eh noch ein zweites Mal, sehr gut. Ja, manchmal. Ich gebe mir zunehmend Mühe, meinen Denkkolben um anzupassen. War stets bemüht. Die ganze Zeit bei 64% rumstruggelt, halt einfach, weil ich Sachen hier wegtrage, das grün mache quasi, aber die ganze Masse halt wieder nach links wegschiebe. Auf das meinen Bereich. Grünen Bereich draufschiebe. Ja, ich gehe da ja nochmal vorbei, keine Sorge. Ist immer noch roter. Ich muss die ganz linke Spur nochmal machen. Hier nicht wirklich grün. Die rechte Spur. Hab ich schon mal was zum Scheiß platziert gedacht. Ja, bedanke dich bei Habe. Ob das schon immer so laut ist, weil irgendwie nehme ich das gerade als sehr laut wahr, die Erdarbeiten. Das ist auch noch so ein Ding, ich muss meine Audio noch einmal komplett überarbeiten. Ja, komplett nicht, aber da ein bisschen was feintunen.
64%, das passt ganz gut. Ja, ihr habt euch bestimmt gerade gefragt, warum hier ein Cut drin war in der Aufnahme. Es lag daran, dass, gut, ihr habt es eigentlich eben gerade gesehen, das Spiel hat... Alex, dein Spiel crasht. Das Spiel nicht Alex. Alex ist nicht gecrasht, Alex ist weitergelaufen. Das Spiel von Alex ist gecrasht und hat sich verabschiedet. Und da ich ja der Horst in dieser Situation bin, der Oberhorst, ist halt vielleicht so ein bisschen Progress verloren gegangen. Alles ist deine Schuld. Ein paar Sachen sind meine Schuld. Und da bin ich stolz drauf. Aber nicht alle. Nicht alle. Aber das soll sich ja noch ändern, ne? Weil mein Ziel ist es irgendwann, für alles, was auf der Welt passiert, immer zu sagen, Alex ist schuld, Alex war's. Welthunger ist beseitigt, Alex war's. Der dritte Weltkrieg, in Deutschland haben Streit, Alex ist schuld. Der dritte Weltkrieg ist ausgebrochen, Alex war's. Ich finde, das ist die... das Nonplusultra. Das ist die Devise, nach der ich arbeiten möchte. Weil dann sind auch Diskussionen so unfassbar einfach. Rechtsruck in Deutschland, Alex war's. Linksruck in Deutschland, Alex war's. Radikale Aktivisten, wer wohl? Alex war's. Beim Meckes gibt's kein Ketchup mehr. Ratet mal, wer dran schuld ist. Die Eismaschine bei Meckes funktioniert mal wieder nicht. Hat die schon jemals funktioniert? Hat die schon jemals funktioniert? Mach mal hin da hinten. Ich bin hier schon überall auf grün bis orange. Ich weiß auch nicht, woran das liegen tut. Hier, wieder 3% geschafft. Ja gut, ich glaube, das liegt gerade an mir, weil ich gerade die fetten Haufen nochmal rauskippe. Ich fahre hier nochmal lang. An dir soll das liegen. Oh. Ja komm, sag's. Alex ist schuld. Achso, willst du das machen? Ja gut, dann. Na komm, dann helfe ich dir. Es sind nur noch 2%. Yo! Bulldozer-Battle. Guck mal hinter dir, die fette Haufen rot, ey. Was eine Sauerei hast du da hinten hinterlassen. Das ist eine sehr gute Frage. Schieb runter den Wumms. Als ob der 1% noch nicht gereicht hat. Komm. Obwohl das, Entschuldigung, die Formulierung ist so, obwohl das für 1% hier nicht gereicht hat. Glaubst du selbst nicht. Hiermit vielleicht noch? Was hier? Aha. Warum genau braucht der Bauer Hilfe, sein eigenes Scheißfeld zu machen? Keine Ahnung. Ich hab. Was mir ein bisschen Sorge macht, dieser fette Haufen da auf der Linken. Oder diese fetten Pluralhaufen auf der Linken. Kies liefern und verteilen. Ja, irgendeiner muss sich ja mal den Bullen übernehmen. Oh, das ist halt so ein Ding, ne? Wann kommt mein Essen? Eben kurz in die Mails gucken. Möchtest du übrigens mal raten, wie der Ordner bei mir heißt in meinem Mailfach, der die ganzen Rechnungen und Bestellungen etc. Sammelt für Essen? Der Ordner oder der Ort? Ja, das ist ja gerade der Ordner. Der Ordner. Fressbude? Nee, keine Ahnung. Nein. Ja, sag. Futter. Wow, ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas Kreatives. Der Futterordner. Die Baumaschine befand sich in einem instabilen Bereich, leck mich. Um.
Rick? Nein. Ach, willkommen im Club. Hatte ich ja gestern mit meinem Auto, vorgestern mit dem Autokran auch. Sollte ich irgendetwas unternehmen? Nein, da kannst du nichts unternehmen. Bis wohin fliegt der? Also wie lange geht das jetzt noch weiter? Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Gut, das ist vielleicht ungünstig. Kannst du den mal anstoßen, dass er wieder runterkommt? Der schwebt halt immer noch weiter nach oben. Ja. Oder halt so. Jetzt dreht er sich da um. Ey, ohne Witz, ich glaube, wir müssen das Viech mal dem Teufel austreiben hier. Ganz, ganz, ganz dringend müssen wir dem den Teufel austreiben. Bringt einmal einlagern und wieder auslagern. Ich steig da jetzt einfach ein. Ich meine, was soll schon schief gehen? Man gucke mir bitte zu. Hast du mich im Blick? Nö. Oh Gott, aua! Ich höre da hinten nur einen, wie er beim Peter sein macht. Kann ich denn eigentlich rennen auf dem Joystick? Ist es springen? Ist das hier? Ja, wurscht. Hey, der will doch hier garantiert noch eine Biogaslage gebaut haben demnächst, ich sag's dir. Biogras, wie oft denn noch? Denkst du, wir könnten mit dem fetten Case, mit dem fetten Cut hinter uns diesen fetten Haufen an Erde einfach wegbuddeln und verkaufen? Theoretisch bestimmt. Vielleicht sollten wir aber die Erde übrig lassen bis zu dem Zeitpunkt, falls wir sie nochmal brauchen. Wir müssen ja später noch was verfüllen, wurde gesagt. Ja, genau, wir sollten die Mission erstmal fertig machen und gucken, wie es weitergeht. Du könntest ja danach trotzdem verkaufen. Geldgeil, wie wir sind. Gegen diese fetten Haufen Erde habe ich keine Chance hier. Ja, aber die kann ich nicht kontrollieren. Die kommen immer dann, wenn ich nachladen muss, weil ich dann anhalten muss. Warte mal, ich kann mal probieren, mit den Zacken hinten reinzufahren. Bin doch eh fertig. Ja, oder so. Yes, ich habe noch für 34 Credits die verbleibenden 3 Kieselsteine verkaufen können. Ja, nachdem du so einen riesigen Haufen dahingesetzt hast. Ja, ich wollte es ordentlich machen, dann halt nicht. Haha! Ach, fein. Fällt direkt in den nächsten Krater rein. Oh mein Gott! Kies verdichten. Oh, habe ich eventuell ein bisschen übersehen. Holst du eine Schubomack? Ja, ich gebe Romack holen. Alles gut. Ah, sehr gut. Hol Schubomack. Sag mal, siehst du auch das, was ich hier sehe? Mehr Kies zum Verkaufen. Ja, also wir hätten den Kies theoretisch auch hier vielleicht vernehmen können, eventuell. Vielleicht war das sogar angedacht, vielleicht. Bringen wir mehr Geld für. Also sollten wir das jetzt nicht, ne, das ist ja die Prämisse, sollten wir das jetzt gerade falsch gemacht haben, dann können wir das einfach ganz kurz vor Missionsende nochmal verkaufen. Werden wir sowieso machen. Was richtig cool wäre, wenn der Kies immer wieder spawnt. Ja. Dann haben wir einen Let's Game It Out levelartigen Exploit gefunden. Und der Bauer kauft das dann immer nach.
Endlich mal jemand, der für uns für unsere Mühen bezahlt, ey. Bei dir mitfahren. Nein. Ganz gut, wie ich auf der Walze mitfahre. Ah. Das Schlimme ist, ich hab's ja schon hingekriegt mit dem Dach. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das machst du toll. Mitarbeiter des Monats. Ich bin der einzige Mitarbeiter. Wird ein bisschen schwierig, einen anderen zu führen, wa? Jetzt könnte ich einbringen, dass meine. Dass die Chefin hier vielleicht Schizo ist. Dann hat die ganz gute Mitarbeiter. Chefin, die sie. Nö, nee, Harpe. Harpe. Ich finde es übrigens gut, auch wie das Einsteigen-Symbol einfach immer noch da hinten ist, wo ich aufgesprungen bin. Habe Mitarbeiter des Monats für gar nichts. Er ist Werbegesicht. Dafür stehe ich mit meiner Hackfresse. Er ist einfach nur noch das Werbegesicht. Ich meine, der hängt halt wirklich überall mit seinen Plakaten. Co-Obstruction, jetzt unter neuer Führung. Ich bin Chefin von dem Unternehmen, ich habe schließlich auch einen Führerschein. Der legitimiert mich zum Führer dieses Unternehmens. Ja, gut, ja. Darf man damit auch andere Dinge führen? Alles. Stapelgabler als Beispiel. Du darfst mit dem Ding alles führen, was dich führen lässt. Also wirklich alles. Du willst zum Beispiel, was weiß ich, Waffen mit dir führen, dann geht das natürlich auch. Ein Führerschein ist, wie gesagt, der ist ja nicht spezifisch auf irgendwas. Der steht ja ganz klar drauf, Führerschein. Da hast du einfach alles mitmachen. Warum genau müssen wir dem Bauer hier einen Kingsweg machen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Geh mal klingeln und frag mal nach, was der Scheiß eigentlich soll. Ja, wo wohnt der überhaupt? Ach, warte mal, da vorne. Klung, klung, klung. Entschuldigen Sie, können Sie bitte mal das Gehalt ein bisschen hochdrehen? Dankeschön. Eine 70.000 nur für so einen kleinen Weg hier? Das ist schon happig, du. Okay, geil, ich darf baggern. Dann geh mal los mit deiner Baggern. Ich gebe währenddessen meine Fertigkeiten. Fitness, Rang 2. Ja, als nächstes mache ich mal guter Geschäftssinn, dann vielleicht Meisterschrauber oder ökonomisches Waren, weil das Reparieren kostet ja am meisten. Ja, reparieren kostet wirklich am allermeisten. Wobei, eigentlich kostet tanken mehr, ne? Die Dinger werden ja nicht aufgetankt, wenn wir sie einlagern, oder? Ich glaub schon. Na dann. Ich glaube tatsächlich schon. Ich habe noch nie eine leere Maschine aus dem Depot geholt. Ich meine, der hier war auch voll gefüllt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich den jemals getankt habe. Wo hast du Muldowitz stehen? Muldowitz hier rechts von mir. Der steht auf dem freien Feld. Ich werde jetzt mich mal nämlich dran setzen und die Kies da schon mal einscheffeln. Ja, also. Willst du es wirklich probieren? Ja klar. Hallo? Hallo? Geld? Hast du jemals... Du sagst Nein zu Geld, sag mal, wer bist du? Ich bin nicht Harper. Bist
du sicher, dass du eine Schafe bist? Ich bin ganz sicher eine Schafe, du. Wehe, wenn ich schon rausfinde, dass du doch Harpe bist. Nein, ich bin eine Schafe, ich schwör's ja. Mein Charakter Titten. Das ist doch quasi der Beweis, dass ich nicht Harpe bin. Harpe ist fett und. Ich find's gut, wie du die Fettkarte immer ziehst. Und ganz genau weißt, dass ich das nie machen würde. Du das aber machen darfst. Ja, ich bin fett, ich darf die Fettkarte ziehen. Ja. Gib mir all dein Kies. Und wehe, der kostet nichts, wenn man den verkauft. Wir können ja sonst mal wieder eine Straße später machen. Ja, wir haben genug Straßen. Wir haben sogar hier um die Ecke direkt eine Straße. Ich muss sagen, für solche Aufgaben ist der Bagger hier echt gut geeignet. Die Schaufel hat genau die richtige Größe, genau das richtige Volumen. Und der ist halt genau mobil genug, weil der andere, der Kleine, den wir noch hatten aus dem Vorspann, aus dem Prolog. Komm, mach voll das Ding hier! Komm, zieh dran! Willst du doch auch? Ja! Was machst du da? Na was, wohl Kies klauen. Okay. Das Gute ist, das Ding brauchen wir eh gleich nochmal, den Radlader. Da stand da irgendwas. Das Geld kommt nicht von irgendwo, du mein Freund. Oh Scheiße. Den Bauer einfach die Kacke klauen. Oh, es stellt sich gerade heraus, der Baggerbug. Ja. 9000. 10.000! Es hat geklingelt, muss runter. Ja. Ich hab's gesehen. 10 fucking 1000. Sollte sein Essen nicht noch länger brauchen, eigentlich. Vor allem das Ding ist, ich beneide ihn jetzt gerade um Essen, warum ich ihn gar nicht beneiden muss, weil ich habe ja schon gegessen. Obwohl, das ist eigentlich die bessere Variante. Also schon gegessen zu haben. Weil ich glaube, es gibt keine schlimmere Folter, als zum Beispiel mit Leuten im Restaurant zu sitzen. Und die haben dann schon ihr Essen und bei dir dauert es noch. Das gibt dir jetzt gerade feinstes Essen, sag ich dir, wie die ist. Und ich habe gerade festgestellt, dass der Muldenkipper dank des Baggerbugs. Nein, dass der Radlader dank des Baggerbugs zwei Muldenkipper befüllen kann mit einer Schaufel. Okay. Hier ist alles voller Kies auf dem Boden. Der Muldenkipper steht schief. Ich guck mal, ob ich das irgendwie retten kann. Das ganze Kies hier. Aber dann werde ich mich gleich mal kurz zum Essen setzen. Na ja, also. Na. Du das. Ist eine entspannte kleine Baustelle, kriege ich auch, glaube ich, alleine hin. Aber ich darf deinen Radlader halt nicht anpacken, ne? Aus Gründen. Sowieso nicht. Guck mal hier, jetzt habe ich die Schaufel so ein Viertel mit Erde voll. Mal schauen, wie viel das auf dem Muldenkipper macht. Dein scheiß Baggerbug. Das Problem ist, der ist ja sogar reproduzierbar. Der kommt Viertelschaufel ist halb voll. So, ich muss jetzt aber eben sonst essen, sonst wird er gleich kalt und ich habe keinen Bock auf kaltes Essen. Ich roll dann mal hier mal eben zur Seite und dann stelle ich mich an den Straßenrand. Das sollte reichen, um hier aus der Hitbox rauszukommen. Ne? Ja. Und wage es, mein Auto anzufassen. Definiere anfassen. Mit einem Teil deines Körpers berühren, geschweige denn mit der Kleidung, die du am Körper trägst. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Darf ich einen Stock nehmen oder einen Bagger und Nein. das Ding berühren? Du darfst auch keinen Gegenstand berühren, der mein Auto berührt.
Luft ist ausgenommen. Darf ich es denn wenigstens Erde und anschauen? Boden ist auch ausgenommen. Anschauen darfst du es, bewundern darfst du es auch. Du darfst auch gerne daneben stehen und klatschen. Okay, warte. Ja, genau. So. Ich werde mal was essen. Guten Hunger. Wie lange brauchst du ungefähr? Keine Ahnung. Viertelstunde, 20 Minuten. Boah, ich weiß nicht, wie schnell ich das wegkriege. Ja, kriege ich hin. Ich meine, wenn ich Windkraftanlagen ohne dich gebaut bekomme, dann kriege ich das auch hin. Ah, hier. Bis gleich, ne? Bis gleich. Das war richtig kacke eingebaut. Discord mute. Stream lautstark. Soll ich mich muten oder hast du mich gemutet? So, guck mal hier, das ist übrigens auch Erde, die könnte man verkaufen. Würde jetzt Henrik sagen. So. Und weg hier. Das Schlimme ist, der kriegt jetzt ja auch noch Geld dadurch, ne? So. Ich überlege gerade, wie ich es am cleversten mache. Ich glaube, ich nehme den Muldenkipper und werde. Ne, Muldenkipper, den Pritschenwagen. Und werde mich da einfach irgendwo mittig hin platzieren und das Ganze dann mit dem Kran lösen. Irgendwie anhört, als würde hier unterhalb irgendwo ein Zug entlang fahren. Mal schauen, wegen Erde und dem unteren Stützen. Oh mein Gott. Ja gut, nee, warte, das ist der Kleine. Der Kleine hat sich selten so angestellt. Bei dem Kleinen ging es eigentlich immer ganz gut. Okay, ich sollte eigentlich, wenn ich Glück habe, kann ich alle bedienen von hier aus, wenn ich Glück habe. So, first try, komm. First try. Siehst du? Der ist nicht so eine Drama Queen wie der andere. Warte mal, wir müssen nochmal hier. Zack. Ich wette mit euch übrigens, dass sobald wir die Dinger platzieren, oder sprich kurz danach, die sehr schnell auf ein betrachtliches Level wachsen. Die jungen Bäume werden wahrscheinlich relativ groß werden. Vor allem sind das solche Nationalparkbäume schon tausende Jahre alt. War bei dem Parkplatz im Dorf ja nicht anders. Irgendwie finde ich das total schön, den kleinen Pritschenwagen wieder zu nutzen. Den haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr richtig genutzt. Also der war quasi ein Stück weit vergessen. Und dass er jetzt wieder seinen Einsatz findet, ist eigentlich ganz schön. Winterschlaf, ja, stimmt. Der hat geschlummert. Aber das ist ja eigentlich genau das Traurige an der ganzen Sache. Als hätten wir ihn vergessen.
Was ja de facto nicht stimmt. Na, warte. Ist der? Aalglatt und geschmeidig. Ich meine, wir hatten ja mal irgendwann diese Transportaufgabe, da haben wir den noch benutzt. Und danach glaube ich gar nicht mehr. So, Bereich mit Erde verfüllen. Ah, guck mal. Jetzt überlege ich, wie ich das am besten mache, aber wenn ich jetzt den Muldenkipper nehme, Henrik, wo ist der Bagger? Der Praktikant war schon wieder am Tun hier. Ist ganz schlimm. Das wird jetzt lustig. Das wird jetzt sehr lustig. Und das wird vor allen Dingen ein sehr hartes Aufkommen. Als wäre nichts gewesen. So, ich glaube, ich nehme den großen Cut. Soll ich wirklich den Radladowitz nehmen? Aber dann ist doch Baggerbug weg. Ja gut, dann nehme ich Radladowitz. Hab mich nicht getraut, den zu nehmen, aber wenn du sagst, dass ich ihn nehmen darf, dann nehme ich den. Ach, den schönen großen. Also ich finde, das ist halt echt ein geiles Baugerät hier, der Radlader. Der macht halt auch irgendwie Bock. Obwohl ich natürlich auch den fetten Cut hätte nehmen können, den Raupenbagger, Kettenbagger. Was ich mich gerade frage, warum ist überhaupt ein Haufen Erde hier neben? Also was hat der Bauer hier schon vorab gemacht? Hier schon gemacht. Die Erde ist ja offensichtlich aus diesem Loch rausgehoben worden. Da fehlt mir ein bisschen die Erklärung. Leichen verbuddelt. Logisch. Man kennt's, die Mafia-Bauern. Sind mir eh die Liebsten. So, ich überlege halt auch, wenn ich gleich fertig bin, ob ich dann hier nochmal alles begradigen muss. Ich auch nochmal mit der Planierraupe drüber. Eventuell. Warte. Okay, die Schaufel ist noch nicht ganz offen anscheinend. Und voll. Das Problem ist, ich komme da jetzt nicht wirklich rein, oder? Ich darf das ja nicht alles auf einen Punkt abladen, da komme ich auch nicht weiter. Ja, wird schon passen.
Stell dir mal vor, Harper hat hier einfach mit diesem Bauer aktiv jahrelang Giftmüll und Leichen vergraben. Und wir sollen jetzt das Ganze noch mit Erde verfüllen. Okay. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Hab die Schaufel ein bisschen zu tief in den Boden gerammt. Ich werde mal gleich von der anderen Seite weitermachen. Weil hier habe ich vielleicht ein bisschen Wüstenlandschaft hinterlassen. Das war vielleicht nicht ganz so gewollt. Ich kann mal probieren, von der Seite hier zu arbeiten. Mir da so einen kleinen Korridor zu buddeln. Ob das klappt. Ich will nicht sagen, dass es nicht geklappt hat, aber es hat nicht geklappt. Und zu allem Überfluss stecke ich so halb hier fest. Also die einzig richtige Variante ist folgende. Nochmal probieren. Ja, warte. Ich muss nochmal nachlegen. Ich habe mir jetzt tatsächlich eine kleine Rampe gebaut. Auch schon. Eigentlich könnte ich auch direkt die Planierer aufnehmen, aber ich weiß nicht, ob die das schafft. Ich glaube, der schafft den nicht. Jetzt mache ich mal möglichst nah bei mir. Wenn ich Glück habe, bin ich fertig, bis Henrik wieder vom Essen da ist. Das ist irgendwie dann doch eine sehr aufwendige Arbeit, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, es ist einfach nur umschichten und reinkippen. Das ist ja möglich. Ah, 14,1 von 2 ist gleich auf. Ich bin gerade bei 33%. 32, Entschuldigung. Das könnte knapp werden, bis hin zu, es wird nicht klappen. Ja. Ich habe mich ganz offiziell festgebuddelt. Obwohl, ne, doch, noch ist nichts verloren. So. Ich meine, man kann ja immer so zwischendrin ein bisschen was wegplanieren, ne? Muss ich mir halt irgendwie überlegen, wie ich das hinkriege. Vor allem muss ich, glaube ich, diese kleine Ecke einmal platt machen.
Nein, 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 nein. Nicht da reinrutschen. Bitte nicht. Don't do it. Ey, das ist eine ganz schöne Katastrophe hier gerade, ne? Das ist ein richtiger Kampf, um auf die 40% zu kommen. Aber es wird irgendwie. Ich meine, ich habe mir eine kleine Insel hier schon gebaut. Ich muss jetzt nur meinen eigenen Starter ausrufen und schon habe ich es geschafft. Toll, ja, komm doch mal zurück hier, hilf mir bei meiner Inselgründung. 40%, 50% des Grauens sind das hier. Füg mal Onkels Gas zu deinen Sounds dazu. Ja. Ich habe da sowieso noch ein paar Ideen, aber die muss ich erstmal da einbinden. Das dauert ein bisschen. Generell habe ich ein paar Ideen. Was so das Streaming und ein paar Sounds und generelle Effekte angeht. Oh, Scheiße. Nicht gut. Ich merke gerade, wie ich so hoch konzentriert bin. Ne? Das ärgert mich gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein. So, das wird wahrscheinlich hier direkt vor mir wieder rot sein. Ja, weil ich drüber bin. Warte mal. Da ist mit anderen Worten, ich darf das Gebuddelte hier wieder aufbuddeln. Wieder abbuddeln. Das ist ein Träumchen. Weil jetzt ist das wahrscheinlich wieder grün vor mir. Ne, immer noch rot. Hä, warum ist die immer noch rot? Also das wird lustig, das auf 100% zu bekommen. Wahrscheinlich werde ich gleich wirklich einmal dann mit der Planierraupe drüber gehen. Ich meine, wir haben die ja noch vor Ort hier stehen, so ist ja noch nicht. Los! Befrei dich! Anderen Seite. Weil hier haben wir noch ein paar Probleme, ein paar Täler. Und den Rest versuche ich dann gleich mal mit der Planierraupe zu lösen. Das wird entweder total gut funktionieren oder ihr werdet mich dann gleich in diesem Graben liegen sehen. Das sind die zwei Varianten. So, ich probiere es jetzt mal mit der Planierraupe. Haben wir zum Glück zwei hier rumstehen. Einfach weil ich es nicht darf.
einfach, weil ich es nicht darf. Er wird es eh nicht merken. Der ist ja gerade in Mittag, nicht? Ich merke schon, wie er gerade ganz, ganz panisch irgendeine Nachricht da reintippt. Ich komme da gleich um die Ecke. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ich rufe den Harper an. So, wie gehe ich da jetzt am sinnvollsten vor? Ich glaube, ich schiebe erstmal diesen Haufen da rein. Ey, das bringt tatsächlich was. Ich hätte das nicht als so effektiv eingestuft. So, da muss auf jeden Fall gleich noch was verfüllt werden, sehe ich. Vielleicht, aber nur ganz vielleicht reicht das ja schon, wenn ich das hier so umschichte. Nee. Nee, da muss noch aktiv Material reingeschoben werden. So, hier können wir nochmal dran arbeiten. Das ist nämlich auch noch so eine kleine Ecke, die habe ich vernachlässigt. Oh Gott, nein! Soll die auch vielleicht von der anderen Ecke mal rangehen, weil da liegt dann noch Erde außerhalb. Komm, 10%, die werde ich doch noch irgendwie hinkriegen. Ja, der hat keinen Bock auf den Rückwärtsgang. Manchmal hängt er sich ganz komisch in so einem Vorwärtsgang fest und will nicht. Oder in einem Leerlauf. Hier, das hier muss ich auch nochmal gerade in eine Sekunde. Ich finde, das sieht schon gut aus hier. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Besser als ich dachte. Ja, da ist noch ein fetter Haufen. Ladowitzki. Und in der Mitte muss ich nochmal definitiv nacharbeiten. Und ich hänge wieder. Wo hänge ich? Ja. Ja, ich hänge irgendwie. Scheiße. Du bist noch nicht fertig. Ja, ich bin auch noch nicht fertig. 90% ist noch nicht fertig. Musst du kurz zu den marmoralen Hallen. Du Henrik, ich. Keine weiteren Details bitte.
Der ist irgendwie wieder zu tief in die Erde reingebuddelt. Weißt du? Naja, gehen wir gleich mal in der Planierraube drüber, dann passt das. Ich glaube, wenn ich da jetzt noch einmal mit der Planierraube durchgehe, dann sollte das alles so passen. Dann reicht das, glaube ich. So, das geht natürlich jetzt nach unten, ist logisch. Ist ja auch ein kleiner Haufen, den ich da hingesetzt habe. Hier ist logisch, klar, da muss ich noch verteilen. Da muss ich auch noch von außen was reinschieben und ansonsten sieht es an sich hier hinten ganz gut aus. Ich kann ja den V-Modus mal anlassen, dann sehe ich es ganz genau. Einfach das Ganze schön platt fahren die ganze Zeit. Und halt hier noch. Ich glaube, hier fehlt noch Material, würde ich mal vermuten, oder? Oder ist da noch zu viel? Ich glaube, da fehlt. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, um ehrlich zu sein, aber ja, doch, da fehlt was. Aber das ist auch eine Frickelarbeit, ohne Scheiß, ne? Ja, Moment. Meine Güte. Wir haben's. Der eine Prozent, ja. Der eine berühmte letzte Prozent. Oh oh. Ich sehe eine Arbeitsfläche, die diesen großen Haufen mit einkalkuliert. Ich habe Angst. Und ich hoffe, Henrik ist gleich wieder da, weil der ist mein Baggerspezialist. Und mein Betonspezialist. Und mein Kranfahrspezialist. Obwohl, in die Kranfahrt bin ich der Spezialist. Er ist ein Mobilkranfahrspezialist. Guck mal, der Bagger ist auf dem Boden geblieben, sehr schön. So, kann ich? Nee, kann ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie du das geschafft hast, Henrik. Du, wenn dein Wagen im Weg gestanden hätte, hätte ich den eingelagert. Ich darf ihn ja nicht berühren. So, der Motorgrader muss noch weg. Ey, ohne Scheiß, ich weiß nicht, was da jetzt gleich für eine Aufgabe kommt. Auf der freien Fläche hier. Und er hier noch. Ich will nichts sagen.
Aber wir hätten diese Erde, die der gerade da weggespawnt hat, hätten wir verkaufen können. Bestimmt 100.000 Minimum. Okay, das wird jetzt sehr, sehr lustig. Kann man hier anfangen, bitte? Licht, dann machen wir Arbeitsleuchten auch mal an. Und hacke rein da. Der Kies ist noch da, ja gut. Du aber nicht. Ja, ich habe die äußerste Bahn noch nicht genommen, ich weiß. Das Ding steuert sich aber auch sehr sportlich. Shit. Ich überlege, ob ich das vordere Schild gleich mal runterfahre. Geht noch. Leute, ich mache jetzt den Disco-Move. Wir reißen jetzt hier ein bisschen was auf. Ein bisschen ordentlich. Und bleiben stecken. Unsere Anmachsprüche haben nicht gewirkt. Wir bleiben gerade in unserem anderen Aufreißversuch stecken. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr kritisch. Wir probieren es nochmal. Wir nehmen einfach ein bisschen Anlauf noch. Und schon geht's wieder. Wir kriegen wieder die Kurve. Und bei der Kurve bleiben wir auch stecken. Ja, ihr merkt schon, aufreißen ist nicht einfach. Vor allem wichtig ist halt, man muss vorm Aufreißen auch ordentlich gut getankt haben, ansonsten funktioniert hier gar nichts. Wenn der Tank leer ist, geht gar nichts. Der Tank muss immer voll sein. Immer solche kleinen Ecken noch drin, die ich nicht mitgenommen habe. Das ist belastend. Das hilft ein bisschen. Obwohl. Einbildung ist auch eine Art von Bildung. Na komm. Los. Schau sie aber auch an. Ich glaube, auf der aufgerissenen Fläche gleich nochmal drüber zu fahren, das sollten wir hinkriegen. Aber einmal auf die von der aufgerissenen auf die nicht aufgerissene hochfahren, ist schwierig, ist abenteuerlich. Und eigentlich wollte ich ja so ein Schachbrettmuster machen, also sprich einen oder Fußballfeld, das ist ein ganz guter Vergleich. Bei einem Fußballfeld ist ja auch ein bisschen mit ein bisschen mehr System ran. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass das hier ein Feld werden soll, da wir es hier gerade aufreißen, wie bekloppt. Die Frage ist, warum machen wir das und nicht der Bauer selbst?
Oh Gott, ich bin so hart unzufrieden, gerade mit dieser Strategie. Ich nenne die Strategie einfach mal die Tornado-Strategie, weil sie funktioniert nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Aber eventuell darf ich ja gleich nochmal hier drüber, dann versuche ich es ordentlich zu machen. Oder ordentlicher. Scheiße. Scheiße. Ich sehe da vorne noch eine große Stecke, eine Stecke, genau. Eine große Ecke, die ich noch mitnehmen möchte. Aber dafür muss ich erstmal hier wieder raus. Ja, und das mit dem nach draußen kommen ist ja nicht mehr so einfach. Manchmal verhakt er sich halt echt noch gut in Boden. Muss man ihn einfach lassen. Sag ich dir, wie es ist, war das lecker. Und ich fühle mich fast gar nicht überfressen. Ist das jetzt sarkastisch oder meinst du, ist es ernst? Ernst? Was gab's denn jetzt ist alles? Halt keine. Ja, hier, Packung Frühlingslollen. Mit Süßchen. Oha, du kannst durch die Kraterlandschaft hier nicht mal richtig durchlaufen. Das machen. Stotter, 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 stotter. Ja, dann fahr da erstmal durch. Warum hast du dir nicht die Wölze, die Raupe geholt mit dem Einzacken hinten? Bei der Fläche? Ja, du musst doch nur ein paar Zentimeter rum. Ich wollte übrigens mal eine Sache nachschauen. Ich muss mal eben kurz in den Linksbumsladen. Hier. Erotikladen. Autoladen schon. Fahrzeug, du weißt. Los, fahr du Arschloch. Einfach das Schild wegdrehen. Funktioniert. Ich unterstütze mal eben. Musst du nicht, bin gleich fertig. Mal wetten, ich trage noch was dazu bei. $800. Ich werde jetzt hier vorne mal die Ecke umflügen, das reicht vielleicht sogar schon. Ich hätte einfach mit ein bisschen System hier rangehen sollen. Und nicht so naiv und grün hinter den Ohren mit dem Motto, wird schon passen. Jetzt stecke ich hier schon wieder fest.
versuche gleich nochmal die Ränder irgendwie nachzuarbeiten. Das sollten vielleicht dann diese 2-3% noch sein, die wir noch offen haben. Der flügt bei mir irgendwie gar nicht richtig um. Mit einer Zeit kannst du auch nicht viel erwarten. Oh, was ist das denn hier? Sag mal, was hast du denn hier für ein Türmchen aufgetürmt, doch? Hörst du mal. Was hast du hier gemacht? Scheiße gebaut habe ich. Mergisch. Warum? Weiß ich nicht. Der hat sich halt in den Boden reingefressen. Warte mal. Ich glaube, den 1-2% kann ich uns noch hier holen an der Ecke hier vorne. Oder? Ich fräse hier jetzt einmal durch den fetten Haufen hier durch. So, mal einmal eine Spur hier bitte. Komm, kalkulier das nach, dankeschön. Ich weiß halt nicht, was diese eine Zacke bei der Cut helfen soll. Vielleicht kannst du damit irgendeinen Kanal legen oder so einen Scheiß. Verdammt. Weißt du, woran man merkt, dass man ein ekelhafter Rentner wird? Dass ich mich teilweise auf das Freitagabends zu Bett gehen freue. Du bist jünger als ich. Ja, das ist das Traurige dabei. Henrik, in unserem Alter erwartet die Gesellschaft, dass wir im Krankenhaus liegen, um die Uhrzeit schon, mit einer Alkoholvergiftung. Wer trinkt schon Alkohol? Ist viel zu teuer. Danke. Und wer bezahlt dir die Leberreparatur im Nachhinein? Hm? Ja, niemand. Siehste. Habe ich schon noch ein paar Prozent beitragen können hier. Du hast tatsächlich auch den finalen Prozent gerade gemacht. Jetzt steht mein Auto tatsächlich doch mit einem Reifen im Weg. Verdammt. Ja, kein Problem. Scheiße. Du hast die Handbremse angezogen, ich krieg sie weggeschoben. Habe ich nicht irgendwas gesagt von kein Gegenstand, den du berührst, darfst das Auto berühren? Eventuell. Und was berührst du gerade? Die Straße. Mit meinen Reifen. Nein, ein Motorgrader. Und was hat mein Auto gerade berührt? Die Schaufel vom Motorgrader. Ein Motorgrader. Sprich mit der Vorarbeiter. Ach so, deswegen musstest du mit dem Auto da weg. Nein! Guck mal, wie die Bäume gewachsen sind. Mhm. Und was wurde da jetzt für eine Scheiße angepflanzt? Mais. Warum keine Drogen? Und da stehe ich unten rechts im und dann links im Bild. So, als allererstes. Ist doch Mais, oder? Yes. Ja, erstmal Kornkreise hier reinfräsen. Lass unser Firmenlogo hier reinarbeiten. Gib mir sofort die Walze, ich mach das mal. Ach, so, guck mal hier, da ist die Farmerin. Hängt am Handy. So, jetzt muss ich mal schauen, wie kaputt du meinen Bagger gemacht hast. Ja. So, dann gucke ich doch mal direkt nach dem nächsten Auftrag. Hol mir bitte mal Muldowitz ran. Muldowitz, ja, Moment. Jobs. Nein, alles gut. Wir nehmen uns nur ein bisschen hier Kies weg, wenn in Ordnung, ja? Dankeschön. Also, wir könnten eine weitere Windkraftanlage bauen. Wir könnten immer noch die Lärmschutzwand weiterbauen. Wir könnten eine Lagerhalle bauen, ein Silo bauen. Wir könnten die Verkehrsstraße bauen, wir könnten Mehrfamilienhaus bauen, Gewerbegebäude bauen, Parkplatz bauen, Verkehrsstraße bauen. Ist jetzt nicht euer fucking Ernst, oder? Was denn? Aha. Der Kies ist zu einem Levelobjekt geworden. Ich hasse dieses Spiel. Ach, herrlich. Ja,